Und am Wort Wendelin Mölzer, Bildungssprecher der FPÖ. Herr Minister, hohes Haus, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher auf den Fernsehgalerien, auf der Galerie und vor den Fernsehbildschirmen. Frau Kollegin Hammerschmidt, Sie haben davon gesprochen, dass ein Kind demotiviert sein könnte, wenn es beispielsweise eine Klasse wiederholen muss oder die Leistung nicht so passt. Mag sein. Auf jeden Fall desmotiviert ist ein Kind, aber dann, wenn es mit 15 Jahren nicht sinnerfassend lesen kann. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und da komme ich zu einem wesentlichen Punkt. Das ist etwas, was Sie, das wissen Sie genau, habe ich Ihnen schon öfter gesagt, Sie gestehen es natürlich nicht wirklich ein, da sind Sie und Ihre Vorgängerinnen mit 10 oder 11 Jahren sozialistischer Bildungspolitik dafür verantwortlich, dass die Kinder diese schlechte Ausbildung haben, haben wir ein massives Problem. Da kommen wir zu einem Punkt, jetzt haben wir gerade über Experten hin und Experten her diskutiert. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, muss ich sagen, wir wissen etwas weiter. Wir haben uns dazu durchgerungen und Kollege Taschner hat das ja schon sehr schön ausgeführt, nicht nur im Regierungsprogramm, sondern auch dann entsprechend in unsere Politik das einfließen lassen, dass wir uns zu einer Kursumkehr bewegen haben lassen. Wir haben oder sind dabei, den Weg einer meines Erachtens ideologiemotivierten Schulpolitik zu verlassen, wieder hin zu einer pragmatischen Annäherung an die Problemlösung zu kommen. Das abseits von irgendeiner Kuschel- und Wohlfühlpädagogik, die im 68er-Stil da vollführt wird, eben hin zu pragmatischen Lösungen, wo wir nicht nur auch Experten haben oder Menschen haben, die im System arbeiten, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern dergleichen fort, die diesen Weg begrüßen, sondern auch, glaube ich, den Sachverstand und einfach ja, die Ratio hinter uns stehen haben. Ich glaube, wir müssen da klar festhalten, das Leben ist einmal kein Ponyhof. Deswegen muss man halt auch Leistung erbringen. Das fängt leider Gottes auch mit 6, 7 Jahren in der Schule an. Es ist mir schon klar, dass man da nicht eine sage ich mal, spartanische Schule einführen werden oder um nach Asien zu blicken, wo ja die Leistungen der Schüler zwar sehr gut sind, aber wo das sicher kein Zuckerschlecken ist. Aber man muss eben trotzdem sagen, es muss irgendwo Leistung eingeordnet werden. Sie muss auch bis zu einem gewissen Grad festgestellt werden. Jetzt ist die ganze Diskussion über die Ziffernoten natürlich nur eine gewisser Weise symbolhafte, aber es geht schon auch darum, Orientierung zu schaffen und entsprechend auch Symbolpolitik zu machen, zu zeigen, Leistung kann sich lohnen, muss sich lohnen, um Ehrgeiz zu wecken, Neugier zu wecken etc. pp. Nur aus dieser Neugier, aus diesem Ehrgeiz wird auch eine gewisse Schaffenskraft erwachsen. Und natürlich soll Lernen Freude machen, aber es ist, glaube ich, ganz klar. Ich habe gerade gestern einen schönen Artikel gelesen über einen Kärntner Landsmann von mir, der wirklich ein Mathematikgenie ist, der da auch sagt, es ist ihm nicht vom Himmel gefallen, sondern es war viel Fleiß notwendig, um sozusagen seinen Genius zu wecken. Und das gilt nicht nur für das Genie, das gilt auch für uns alle, dass man natürlich auch einen gewissen Fleiß braucht. Warum ist es unter der Kurzwechsel notwendig gewesen? Ich habe schon erwähnt, die Volksschule bringt nicht die Basis, die wir brauchen, um Kinder gut auszubilden. Die NMS ist in mehrfacher Hinsicht gescheitert, ist sie doch irgendwo ein Ideologieprojekt gewesen. Das hat uns auch der Rechnungshof bestätigt, dass bei immer höher werdendem Mittelaufwand immer schlechtere Ergebnisse gekommen sind. Was machen wir? Wir steuern dagegen. Wir schaffen beispielsweise eben im Bereich der NMS wieder eine Leistungsdifferenzierung. Wir verbessern, glaube ich, mit der Ziffernoten die Übersichtlichkeit. Das ist auf jeden Fall sind richtige Schritte in die richtige Richtung. Dazu kommen noch Dinge wie ein Kindereltern-Lehrergespräch, das wir in der Volksschule einführen, um einfach Verbessern der Betreuung der Kinder zu ermöglichen. Es sind also wirklich einige Punkte, die hier kommen. Dazu kommt noch der Kleinigkeit, die Sie auch lobend erwähnt haben, Frau Kollegin Hammerschmidt, eine langjährige freiheitliche Forderung, das freiwillige 10. Schuljahr, das jetzt endlich rechtlich auf solide Beine gestellt wird. Es ist ein schönes Beispiel deswegen, weil Frau Kollegin Hammerschmidt, Sie haben das eben lobend erwähnt, wir sind uns darin offensichtlich alle einig, dass das gut ist. Warum haben Sie das eigentlich nicht geschafft, die letzten 10 Jahre, wo wir das immer wieder gefordert haben, umzusetzen? Das frage ich mich schon an dieser Stelle. Ein gutes Beispiel, wie schwach Ihre Bildungspolitik war. Wie auch immer, wir tragen mit diesem Pädagogikpaket dazu bei, und davon bin ich überzeugt, dass wir eine ideologiefreie Schulpolitik machen und das ist ganz wichtig, unsere Kinder für die Herausforderungen der Zukunft rüsten. Danke. Die Regierung wolle weg von einer linken ideologischen Wohlfühlpädagogik und hin zu einem pragmatischen Zugang zum Thema Bildung, sagt Wendelin Mölzer von der FPÖ.